Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Folge Banished. Wir haben jetzt, wartet mal, kurz Pause machen. Wir haben jetzt die Folge, mal kurz in meinem Plan hier gucken, die Folge 9 bei Banished. So, es geht natürlich weiter. Das Spiel ist wirklich eine Herausforderung und macht großen Spaß zu spielen. Ich bin auch froh, dass hier diverse Kommentare kommen. Die Folge 9. So, gucken wir mal. Ich habe hier einen Kommentar gehabt von dem Dragon Studios LP. So, wie sieht's denn aus? Holz. Und zwar meinte der, ich soll eine Town Hall bauen, weil ich dann mehr Zugriff noch auf Statistiken habe. Und Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen, jemand anders empfahl mir noch ein Obdachlosenheim zu bauen, dass man eventuelle Überbevölkerung unterbringen kann. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wo gibt's denn die Dinger? Hier? Ist Town Hall. Reicht sogar, was wir haben dafür. Eieiei. Sind wir mal so mutig und bauen einfach eine Town Hall. Aber hier könnte natürlich auch ein Marktplatz stehen in der Mitte. Vielleicht sollte die Town Hall vor dem Marktplatz stehen. Wo ist denn der Marktplatz? Warte mal. Kapelle, Dingsbums, Dingsbums. Marktplatz, Marktplatz, Marktplatz. Haben wir jetzt eigentlich noch Pause eingestellt? Oder? Nee, einfach, okay. Hier ist er. Der Marktplatz. Ah, okay. Der würde dann gehen bis zu dieser Birke da. So etwa, okay. Gut. Dann wollen wir jetzt Town Hall. Und zwar könnte die hier stehen, war? So war das doch. Oder hier sogar. Na, wir werden mal nicht zu knapp machen. Town Hall. Oh, ich hab's getan. Ich hab's getan. Und gleichzeitig noch ein Weg. Einen einfachen Weg. So. Zack. Gut. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die bauen uns jetzt eine Town Hall. Wir haben 4 Laborer, wir haben späten Frühling, die Felder werden hier bestellt, okay. Wir haben mittlerweile 9 Kohle. Ich hoffe mal, dass wir Kohle dann auch im Winter benutzen können. Wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. Dann gucken wir mal, was passiert. Die Town Hall auf Priorität hochsetzen würde ich jetzt erstmal lassen. Weil jetzt, umso weiter man jetzt kommt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein hier mit den Hochgeschwindigkeitsspielen. Guck mal, da sind sie ja schon wieder. Hier könnte man ja fast einen Jäger hinbauen. Und hier hinten könnte schon fast ein Förster hin. Wie sieht's denn hier aus mit der Taubenhol? Baut ihr hier schon? Ja. Nur vielleicht erstmal warten, bis die Taubenhol fertig ist. Können wir noch zwei oder einen Bilderer einsetzen? Bilder. Bauarbeiter. So, meine lieben Freunde, das ist aber schön, dass ihr jetzt hier in der Town Hall arbeitet. Das freut mich sehr. So, und hier zwischen können wir dann einen Markt setzen. Und dann können wir, denke ich mir, die Stadt hier noch so ein bisschen außenrum erweitern. Denke ich mir, ja. Ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Steinbruch aus? Da sind 5 von 15. Wisst ihr was? Wir bauen mal noch das Obdachlosen-Ding. Wobei ich auch irgendwo gesehen hatte, nein, bau nicht so ein Obdachlosen-Ding. Da kommen die Nomaden. Die fressen dir alles weg. Eine Kapelle. Verbessert die Glücklichkeit. Was kostet die? 130 Steine. Haben wir fast keine Steine mehr. Wo ist denn hier das Obdachlosen-Asyl? Boarding House. 100 Holz und 45 Steine. Lass uns mal ein Boardinghaus bauen, oder? Das Boardinghaus möchte ich auch ein bisschen am Rande der Stadt haben.
Vielleicht hier? Wenn du noch ein Feld dazwischen hast. Ja, so. Und das werden wir auch gleich mal mit dem Weg verbinden. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht so ein großer Fehler gewesen mit dem Boarding House. Dass das okay geht. So, wie sieht's denn hier aus, meine lieben Freunde? 38%, okay. Wir werden jetzt mal dem Stone Cutter, das ist doch der hier, oder? Jo. Dem werden wir. Ne, das ist der Quarry. Aha. Wer ist denn der Stone Cutter? Schon wieder vergessen. Schneidet. Achso, doch. Das sind die Arbeiter, die in dem Quarry arbeiten. Komm, wir geben noch einen. Jetzt haben wir zwei Laborer schon. Geben wir mal noch zwei Stone Cutter dazu. Immer schön, wir müssen schön unsere Sachen hier im Auge behalten. Wir haben schon 48 Kohle. Das sollte uns im nächsten Winter schon ein bisschen weiterhelfen. Wir haben 440 Feuerholz. Okay. Wir werden mal noch ein bisschen Holz hier zusätzlich aktivieren, dass sie noch ein bisschen mehr Holz abbauen. Und zwar hier in dieser Region. Okay. Weil da haben wir ja auch den Förster. Ich hoffe mal, dass der das dann auch ein bisschen ausgleicht wieder. Tornhol läuft. Mal noch einen zweiten Bilderer einsetzen, damit der, damit die Straßen da bauen. Aber 61% komplett, okay. Das Lager ist voll. Okay. Wie sieht es hier aus mit der Boarding Hall? Wird da auch was gemacht? Ah ja, da bauen sie auch schon. 6%, okay. Muss noch Material hingebracht werden. Lebensmittel sieht nicht so gut aus. Da werde ich mal noch ein Feld bauen. Und zwar... Gateways hat... Lass uns mal noch ein Feld bauen, ein ganz normales Feld. Und zwar diesmal ein bisschen größer. So. Können wir dann noch einen einsetzen. So, wie geht's los hier? 61%, die bauen ja gar nicht weiter. Haben die jetzt sich auf die aufs Bäumefällen konzentriert? So, ich hoffe mal, dass die Kohle tatsächlich zum Heizen für den Winter ist. Wir können ja mal kurz ins Wiki gucken. Wo waren das Wiki? Wiki, 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 Wiki. Hey, Wiki, Wiki, die Wikinger. Sie festen Säbel an. Das Segel an. Show General Statistics, Parts, Save, Show, hier. Kohle, 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 Tools und Reports, Disasters, Resources und dann Kohle, 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 hier. Kohle muss gemeint werden aus der Erde, man kann es zum Handeln nehmen. Ah ne, oder durch Handel bekommt man es. Das kann benutzt werden für den... als Alternative zu Feuerholz und für den Schmied, um Werkzeuge herzustellen. Dann super, ist doch so ähnlich, eigentlich wie ich es mir gedacht habe. So, wie sieht's aus? Essen wird langsam ein bisschen, also ist nicht so optimal, würde ich mal sagen, mit dem Essen. Okay, ja, was haben wir jetzt? Herbst schon. Eieiei, Herbst, Herbst, Herbst. Und die kommen hier nicht vorwärts. Noch ein Bilder einstellen vielleicht. Ach, jetzt sind die natürlich alle hier zum Holzfällen gerannt, aber naja, soll jetzt nicht so dramatisch sein. Nicht, dass wir nachher noch jetzt im Winter in Schwierigkeiten kommen. Hier haben sie schon einiges Zeug gepflückt, Pflaumen scheinbar. So. Wir müssen eigentlich feuerholzmäßig, Kohle haben wir auch noch, müssen wir eigentlich jetzt ganz gut durch den Winter kommen. Wir haben auch hier genug Medizin da. Die Leute sind alle gesund. Jetzt fängt der Winter an. Fraglich, ob die dann hier noch weiterbauen. Immer noch 61%. So. Sehr schön. Die farben jetzt hier Holz für die kaputten. Ein paar Steine könnten wir auch noch gebrauchen. Bauen wir mal hier diese Steine noch ab. Ups.
So, vielleicht sollten wir hier mal die Priorität hochsetzen. So. Und hier auch, dass es mal fertig wird. So. Früher Winter, okay. Früher Winter, Geschwindigkeit 5. Ja, kann sie schön im Steinbruch. Das ist sehr schön. Ah, jetzt können wir ja die Farmer kurz mal abziehen. Na? Kommt jetzt hier einer? Jetzt kommt einer und baut. Okay. Sehr schön. Alles schön im Auge behalten. Neuen Student haben wir bekommen. Ist einer ein Erwachsener geworden und arbeitet als Laborer. Und ein neuer Student, okay. Die Town Hall, 65%. Gut. Klassi, klassi, passi. So. Jetzt hier. Bababababab. Hier wird auch gebaut. Glaube ich. Ah, siehst du, die bauen jetzt wieder hier an den Wegen immer noch. Was habe ich denn hier für einen Weg gebaut? Ach so, das kostet uns natürlich Zeit mit den Wegen. Naja. Lass uns mal dabei. So, Feuerholz ist gut. Nahrung. Ist nicht optimal, aber ist ein bisschen zu aufsteigend. Wir werden dann aber hier, wenn wir die Town Hall fertig haben, haben wir ein gutes Instrument, um uns Statistiken anzugucken. Ach, guck mal, hier können wir ja, das habe ich ganz vergessen, auf der Baustelle können wir natürlich auch noch einteilen, wie viele Arbeiter da arbeiten sollen. Guck mal, hier arbeitet keiner. Ja, so, und zwei, okay. So, wir haben noch Winter minus 3 Grad. Okay, frieren tut keiner. Sehr schön. Was ist hier? Ah, okay, Leder fehlt. Das kommt ja immer so peu à peu. Ah, guck mal, die Town Hall nimmt Gestalt an. Schickimicki. 79%. Ja. Schöne Sache. Fundament, Fußboden wird gelegt. Klasse. So, ich muss ja mal sagen, heute bin ich sehr zufrieden mit meinen Bewohnern hier. Das ist eine ganz gute Zusammenarbeit. Ist das hier ein Brunnenfundament oder was habe ich ja gebaut? Ich glaube ein Brunnen, der noch nicht fertig ist. So, wie geht's hier? Hier geht's auch langsam voran, okay. Town Hall. 96%, die müsste gleich fertig sein, da bin ich ja schon mal gespannt. Später Winter, wir haben den Winter überstanden, das ist schon mal ganz schick. Falls wir jetzt sterben sollten bei diesem Let's Play hier mit unserer Stadt zugrunde gehen, dann werden wir beim nächsten Mal mit Naturkatastrophen spielen. Wir werden die Startbedingungen trotzdem nicht so schwer machen, aber eben ein bisschen schwerer, indem wir Naturkatastrophen einbauen. Dadurch wird die ganze Sache noch realistischer. So, die Town Hall ist fertig. Guck mal, wie schön die ist. Die ist doch sehr schön. Gucken wir mal. Ah, guck mal hier. Hier haben wir jetzt einen Haufen neue Statistiken. Lass uns mal kurz Pause machen und die Statistik mal angucken. Center to Town Hall. Okay, also hier haben wir die. Die kennen wir ja schon, oder? Ja, die Berufe. Dann haben wir das. Das kennen wir auch schon. Ah, okay, jetzt könnte man im Prinzip wahrscheinlich diese Fenster hier zumachen. Und das Ganze jetzt nur noch über die Town Hall laufen lassen. Hier haben wir die Produktion. Momentan würde ich mal sagen, benutzt 82, hergestellt 11. Use in einem Jahr 331. Im nächsten Jahr haben wir 456. Der Verbrauch ist steigend. Vom Essen. Da haben wir in einem Jahr verbraucht 8.445. Und im nächsten Jahr haben wir weniger Nahrung verbraucht. Ah, interessant. Inventory. Okay. Kohle, Fisch, Squash haben wir nicht, Wheat haben wir nicht. Hier haben wir ganz viel Fleisch ohne Ende. Die Hauptnahrung, was wir hier haben, ist Fleisch. Ist ja interessant. Eier haben wir 12. Feuerholz, okay. Was gibt's noch? Statistiken, sehr schön. Guck
gucken mal, wie unsere Statistik bei der steigend, okay. Außer die Kindergeburtenzahl, die sinkt. Ich weiß auch warum, weil wir hier mit den Häusern nicht weiterkommen. Nomaden. Sollen Nomaden einziehen, ja oder nein? Da können wir im Moment noch nichts machen. Wahrscheinlich erst, wenn wir das Borderhaus fertig haben. Und hier sind Sachen... Ah, hier können wir was kaufen. Guck mal, Weed. Können wir Weed kaufen? Haben wir Weed? Das gucken wir mal gleich in der Produktion nach. Oder im Inventory. Weed haben wir gar nicht. Mal gucken, ob ich... Ah, ne, da muss ich erstmal einen Trading Post bauen. Gut, machen wir weiter in zweifacher Geschwindigkeit. Am Borderhaus wird fleißig gebaut. Ah, guck mal hier, da müssen wir mal... Haben wir denn schon Frühling? Ja, wir haben Frühling. Schnell mal ein... Hier wollen wir Weed haben. Wir haben nicht genug Weed. Und ein... Nee, hier ein... Genau. Dann jetzt machen wir uns mal Farmer. 1, 2, 3, 4. 4 Farmer, okay. So, sehr schön. So, der legt jetzt da los. Hier wird gebaut dran. Oh, da arbeiten jetzt schon 4. Obwohl die Straßen ja noch nicht ganz fertig sind. Hier unser schönes Dingsbums. Wie sieht's denn aus mit dem Marktplatz? Können wir jetzt gleich einen Marktplatz bauen? Oder ist es vielleicht ein bisschen zu früh dafür? Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Sinn macht für die 58. Na gut, könnten wir eigentlich machen. Ist ja eigentlich, würde ich jetzt ja hauptsächlich hier auch wegen der Optik machen, weil ich finde das schick mit dem Marktplatz direkt hier am... Ach, machen wir einfach. Die haben jetzt Zeit, den zu bauen. So. Wir haben auch noch keinen fliegenden Händler. Weil ich im Moment gar nicht weiß, was ich mir hier kaufen sollte. Bin so erstmal ganz zufrieden. So Leute, gut, dann belassen wir das mal dabei und mitten im Regen hier beenden wir diese Folge. Machen das hier mal alles kurz weg und öffnen mal das von der Town Hall. Vielleicht hilft uns das ja weiter. So, dass wir im Prinzip nur einen Übersichtsding noch haben. Okay, der nimmt aber einen Haufen Platz weg, wa? Vielleicht doch auf die Seite hier machen. So, wobei, ist das nun so schick oder... Bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht so sicher. Town Hall wird dran gebaut. 93%. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart.